not gonna waste my life dreaming of a day. I won't stand up and let you break my bones. I gotta learn to quit and fight with the ghosts. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Buchvorstellung. Heute geht es um Cinderella kann mich mal von Cindy Madson. Unsere Protagonistin hier ist Darby Quinn. Darby Quinn ist ungefähr Ende 20, Anfang 30 in ihrem Beruf als Innenarchitektin relativ erfolgreich und auch sehr zufrieden damit, ist glücklich mit ihrem Job, wenn da ihre komische Chefin nicht wäre, die manchmal sehr anstrengend sein kann, aber im Grunde genommen ist sie eigentlich sehr zufrieden. Sie hat sich gerade eine Eigentumswohnung gekauft, also lebt sie auch nicht schlecht. Und ihre beste Freundin Stephanie ist dabei, ihre Hochzeit zu planen. Also Stephanie heiratet innerhalb von ein paar Monaten und das geht Darby relativ auf den Geist, denn sie glaubt nicht an die Liebe, sie glaubt nicht an die Ehe oder an irgendeine Beziehung, die etwas länger dauern kann. Früher als kleines Mädchen war das anders. Sie war von der ganzen Disney- und Märchenindustrie total gebannt und sie hat an die Prinzen geglaubt, an den einzig wahren, an die große Liebe, an Romantik und all sowas, was man sich halt vorstellt. Doch leider im Laufe ihrer Lebenszeit wurde ihr immer wieder bewiesen, dass es keine große Liebe gibt, dass es kein für immer auf alle Ewigkeiten kein Happy End gibt. Ja, und dies beschreibt sie uns in diesem Buch innerhalb von gewissen Fallstudien. Sie vergleicht ihre Ex-Freunde mit den Märchenprinzen aus Disney, wie wir es zum Beispiel bei Dornröschen haben oder bei Ariel und all sowas, nimmt diese Märchenprinzen und vergleicht sie mit ihren Ex-Freunden und weist uns darauf hin, dass das alles Schwachsinn ist und dass das alles sowieso nicht funktionieren kann, denn die wahre Liebe gibt es nicht und eine Beziehung, die für immer halten wird, die gibt es einfach auch nicht. Also sie ist unglaublich zynisch hier in diesem Buch. Wäre da nicht Jake? Jake taucht in ihr Leben auf und erscheint einfach nur perfekt zu sein. Aber wie wir wissen und auch wie Darby weiß, kann das ja eigentlich gar nicht sein, denn die wahre Liebe gibt es nicht und den Märchenprinzen schon erst recht nicht. Und ja, so nimmt die Geschichte ihren Lauf. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, den Rest müsst ihr selber lesen. Das Buch ist im Heine Verlag erschienen, kostet 9,99 € und hat ziemlich genau 400 Seiten. Das Buch wurde mir vom Verlag als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Und ich habe dem Buch wirklich gute 4 Sterne gegeben. Ich fand das unglaublich unterhaltsam. Ich fand die Idee total cool. Und also ich finde es einfach total witzig. Darby ist sowas von zynisch. Also wirklich richtig zynisch. Und ich gehöre eigentlich eher zu der Sorte, die auf Romantik steht und auf den Märchenprinzen und all sowas. Und sie ist natürlich komplett das Gegenteil davon. Aber sie macht das auf eine so unterhaltsame Art und Weise. Und diese Fallstudien, die wir halt immer haben, fand ich eine ziemlich coole Idee und was wirklich Neues und wie die Autorin sich das halt ausgedacht hat mit den Ex-Freunden, die dann halt wirklich zu den Märchenprinzen aus diesen ganzen Disney-Filmen, die man kennt, so passen, fand ich eine ziemlich geniale Umsetzung und halt das Ganze auf eine charmante, lustige und zynische Art und Weise hier herüberzubringen. Und wir haben hier eine Protagonistin, die man wirklich einfach ins Herz schließt, auch wenn sie so eine Zynikerin ist, aber man mag sie einfach gerne und man kann mit dem Fortlaufen der Fallstudien, die man halt hier auch geschildert bekommt, auch verstehen, warum sie so denkt, wie sie halt einfach nur denkt. Und ja, gegen Ende des Buches wird dieser ganze Zynismus dann so ein bisschen anstrengend, aber es ist gerade noch so in einem Maß, dass man nicht total genervt von der Protagonistin ist. Also es ist gerade noch so an einem Punkt gibt es halt so einen Cut und dann ist das auch schon wieder gut. Also gerade kurz bevor es einen nervt, ist es dann vorbei. Gott sei Dank. Also ja. Und ich habe das Buch wirklich sehr genossen. Ich hatte so dieses So-Gefühl, dass ich unbedingt weiterlesen möchte, weil die Geschichte einfach schön ist. Es ist so eine schöne Mischung aus einer Liebesgeschichte, aus dem, ja, aus einem Märchen, das sozusagen ins Lächerliche gezogen wird und halt gleichermaßen auch irgendwie doch gefühlvoll ist. Und ja, es hat einfach so eine super tolle Mischung, die mir sehr gut gefallen hat, die ich bei noch keinem Buch in diesem Genre so in dieser Art und Weise ausgeprägt gesehen habe. Hat mir sehr gut gefallen. Die Charaktere haben mir alle richtig gut gefallen und ja, die ganze Idee gefällt mir einfach. Ich liebe den Titel. Cinderella kann mich mal, fand ich schon total genial. Auf Englisch heißt es Cinderella screwed me over, also hat mich beschissen im Prinzip. Fand ich total witzig und ich kann euch das Buch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr auf dieses Genre steht und einfach mal eine seichte, lustige,
romantische, ja, Lektüre haben möchtet, die eigentlich alles so ineinander vereint und halt ein bisschen diese Neuheit hat mit diesen Fallstudien zu den Märchenprinzen, die wirklich eine sehr originelle Idee ist, die mir sehr gut gefallen hat. Also von mir gibt es eine Empfehlung zu diesem Buch, schaut es euch an. Und damit bin ich eigentlich schon fertig. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Falls ihr das Buch gelesen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde ich mich natürlich sehr freuen. Und macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.